Ich habe den Film Die Doppelung gemacht und der handelt von Scham und basiert auf einer Theorie von einer Soziologin, der Soziologin Dr. Anja Lietzmann. Genau, und was hast du gemacht und wie lange hat das gedauert und genau, welche Arbeitsschritte musstest du machen? Ja, Scham ist ja etwas, was uns alle betrifft und es ist ja eigentlich etwas, was immer alle Leute versuchen loszuwerden. Und ich dachte ja eigentlich, es ist ein Alltags-, also in unserem Alltag kommt Scham so oft vor, was passiert da eigentlich in dem Moment? So, und deswegen habe ich angefangen zu recherchieren und bin dann auf diese Theorie gestoßen und dachte ja, eigentlich total spannend und vielleicht hilft es auch ein, mit seinen eigenen Scham-Erfahrungen besser klarzukommen. Und wie lange hast du an dem Film gearbeitet und was musstest du da überhaupt alles machen? Also ich glaube, es war knapp ein halbes Jahr, habe ich dran gearbeitet. Das war relativ schnell alles. Also ich habe es halt angemeldet als Bachelorarbeit und dann musste ich es innerhalb von 4 Monaten eigentlich schon fertig haben. Und da habe ich die Idee entwickelt und angefangen zu animieren. Also wirklich Frame by Frame, Bild für Bild gezeichnet und das war die meiste Zeit. Und wie war das jetzt für dich, das hier auf der großen Leinwand beim Abgedreht zu sehen? Super schön. Ist immer super schön, einen Film auf der großen Leinwand zu sehen. Und wie wichtig ist das für dich als Filmemacherin, eben ihn zeigen zu können auf so einer Leinwand oder auf so einem Festival? Ja, super wichtig. Also ich mag das voll gerne, auch allen Leuten, die mitgeholfen haben beim Film, alle einzuladen und gemeinsam einen Film zu sehen. Das finde ich super schön. Und auch andere Filme zu sehen. Ja, und andere Filmemacher kennenzulernen. Vielen Dank für das Interview. Das war's schon. Ich habe so einen trockenen Mund.